Hallo, willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung des Films Limbo. Der startet am 20. Februar in den deutschen Kinos, hat eine Laufzeit von 89 Minuten, eine FSK-Freigabe ab 12 und ist das Regiedebüt von Tim Dümschede. Und zum Darstellercast gehören unter anderem Elisa Schlott, Tilman Strauß und Martin Semmelrogge. Ich bin der Stu, ich bin heute aber nicht alleine. Heute an meiner Seite unter anderem der Max. Grüß dich, Max. Hallihallo, grüß dich, Stu. Und der Andi. Hallo, Andi. Guten Tag, servus. Ja, zwei Münchner und ein Rheinländer. Das wird wieder sehr interessant werden heute. Bevor wir aber uns um den Film kümmern, müssen wir erstmal in Erfahrung bringen, worum geht's in Limbo überhaupt. So viel sei verraten, es geht nicht ums Tanzen. Max, du kannst uns erzählen, worum es geht. Ja, wunderbar. Ich verlese die offizielle Synopsis von diesem Film. Als die junge Compliance-Managerin Anna an einem späten Freitagabend ungewöhnlich hohe Rechnungsbeträge in der Firmenunterlagen entdeckt, muss sie sofort handeln. Gerade noch erwischt sie den CEO Frank Mayling, der im Begriff ist, mit einem Kunden in ein Taxi zu steigen. Als Mayling nicht auf ihre dringende Bitte um ein kurzes Gespräch eingeht, lädt der neugierige Kunde sie kurzerhand ein, mitzukommen. Parallel dazu wird der verdeckte Ermittler Carsten in einem Hinterzimmer final gebrieft. Carsten steht kurz davor, das Geldwäschenetzwerk eines Wieners zu infiltrieren. Seine Eintrittskarte ist der alternde Kleinganova Ossi, gespielt von Martin Semmelrogge, der es satt hat, immer nur der Laufbursche des Wieners zu sein und vom eigenen großen Geschäft träumt. In einer stillgelegten Fabrikhalle, in der der Wiener illegale Bare Knuckle Fights veranstaltet, wird Carsten von Ossi in die Familie eingeführt. Als der Wiener Ossi daraufhin eine Wette vorschlägt, geht es bei dem Hauptkampf für Ossi plötzlich um alles. So wie für Anna, der es in der gleichen Arena endlich gelingt, Mayling von ihrem Fund zu berichten, nicht ahnt, was für eine Lawine sie damit losgetreten hat. Als sie plötzlich auf Carsten, ihren entfremdeten Bruder, trifft, droht dessen Tarnung als verdeckter Ermittler aufzufliegen. Anna gerät in die Hände des Wieners und Carsten muss sich entscheiden. Beim finalen Kampf in der Arena geht es schließlich für alle um weit mehr als nur gewinnen oder verlieren. Der Film ist in einem One-Take geschossen. Ja, vielen Dank. Ja, der Film ist in einem One-Take geschossen. Ich habe mir heute Vormittag angeguckt via Stream, danke für den Ansichtslink, Nordpolaris. Ich wusste davon nichts. Ich wusste über den Film wirklich gar nichts. Ich wusste, dass er Limbo heißt und ich dachte mir schon, okay, es wird jetzt nicht um Limbo-Tanzen gehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass dieser Film nur einen Take hat, also dass er genauso gedreht wurde wie Sebastian Schippers Victoria vor ein paar Jahren, ist mir am Anfang, es ist mir echt total spät aufgefallen, tatsächlich. Und ich fand es eigentlich ganz cool, weil One Take wird ja, es ist jetzt keine Modeerscheinung, aber es kommt ja, kann man sagen, alle drei, vier Jahre gibt es immer so einen Film, der damit buhlt, so hey, wir sind ein One Take Film, aktuell läuft ja auch 1917 im Kino oder wir erinnern uns an Birdman, die natürlich jetzt keine echten One Take Filme sind, da wurde ja schon getrickst, da gibt's Schnitte, während jetzt bei Victoria oder Limbo es wirklich nur ein Take ist. Und ich finde aber, wenn man das weiß, zumindest geht es mir so, ist man so verkrampft drauf zu achten, oh, da gibt es keinen Schnitt, das ist eine Kamerafahrt. Und da ich das nicht wusste, war das für mich jetzt bei Limbo sehr angenehm, weil ich so unverkrampft diesen Film gucken konnte. Versteht ihr, was ich meine, oder habe ich mir jetzt so Kopf und Kragen geredet? Nee, absolut, absolut. Ich bin ganz bei dir und kann das voll nachvollziehen. Ich wusste, dass das One-Take ist und dachte aber auch so nach 10 Minuten, ja, geil, das machen die richtig gut. Und dann habe ich mich nur noch auf die Geschichte konzentrieren wollen, weil dies auch wert ist, einfach angesehen zu werden, ohne den technischen, ja, choreografischen Aufwand, so einen Film wirklich in 90 Minuten abzudrehen. Also krass. Ja, das ist richtig. Ich habe mir letztens auch 1917 im Kino angeschaut und da sitzt du drin und schaust die ganze Zeit, ah, wie haben sie das wohl gemacht und hier, wo ist der versteckte Schnitt und so. Und das hatte ich bei dem Film jetzt auch nicht, weil der halt auch irgendwie relativ unaufgeregt anfängt irgendwie und lässt sich so ein bisschen Zeit, bis wir dann zu diesem finalen Showdown sozusagen kommen irgendwie. Und ich fand es sehr, ja, wie ich schon gesagt habe, unaufgeregt und natürlich, und irgendwie hat es dann, natürlich, später kommt ja noch ein nettes Interview mit dem Regisseur und so, und es gab auch ganz spannende Hintergrundgeschichten, warum sie das eigentlich so gemacht haben und so, aber ich fand, es hatte schon diese, ja, wie sagt man, diese Unmittelbarkeit, also dass du halt da immer so dabei bist und dass du, ja, da so mitfühlst, als würdest du halt einfach so hinten im Auto sitzen und so, das finde ich, hat schon in dem Film auch ein bisschen so zur Spannung beigetragen, finde ich. Natürlich ganz gut. Absolut. Also mir ist es tatsächlich so beim ersten Mal richtig bewusst geworden,
als diese Anna mit ihrem Chef und so einem anderen Typen in so einem Kiosk geht und hat Zigaretten kauft und die Kamera dann ihn aber nicht weiterverfolgt, sondern dann so umschwenkt und dann in dieses Haus reingeht mit der Besitzerin. Mhm. Und wir dann ja eben die andere wichtige Figur kennenlernen des Films. Und dann dachte ich so, warte mal, ohne Schnitt? Dann habe ich überlegt so, hast du gerade eben eigentlich einen Schnitt bemerkt gerade eben? Und ich so, nee. Und dann kam es so, warte mal, wie haben die das gemacht, wenn die im Auto sitzen mit dem Rückspiegel zum Beispiel? Wie haben die das gemacht überhaupt mit den Spiegeln? Und am Anfang, wenn diese Anna in diesem Hochhaus, nenne ich es mal, sitzt mit diesen ganzen auch gläsernen Fassaden, wie haben die das gemacht? Dass du da keine Spiegelung siehst, ja, meinst du? Ja, genau. Und dann dachte ich mir auch so, warte mal, war das nicht ein Abschlussfilm von irgendeiner Filmhochschule? Und dann dachte ich mir so, okay, also Respekt für den Regisseur und sein ganzes Team, was die hier geleistet haben, aber so ein bisschen wahnsinnig sind sie schon, oder? Unbedingt. Ja, es war irgendwie auch lustigerweise teilweise einfach aus Budgetgründen irgendwie und Zeitgründen und weil es halt eben Abschlussfilm war und sie sich einfach nochmal an dieses Experiment wagen wollten irgendwie und die Story dann auch so ein bisschen natürlich unter dem Gesichtspunkt entwickelt haben, was sie denn gerne machen würden als Abschlussfilm sozusagen. Also das fand ich schon eine coole Story, dass sie halt einfach Bock hatten, nochmal so ein Herzensprojekt irgendwie umzusetzen. Und ja, wie du schon gesagt hast, was ich auch cool fand bei dem Film, dass du halt nicht wie bei 1917 oder so einer Person oder einer kleinen Personengruppe halt folgst, sondern dass es sich dann so wieder auseinander verliert, dann über so einen Nebencharakter, diese Kioskbesitzerin, wirst du in ein komplett anderes Setting zu anderen Personen so rübergetragen sozusagen, dann folgst du denen, das überschneidet sich später wieder und so. Das fand ich ziemlich cool eigentlich. Unbedingt, unbedingt. Ja. Und ich muss auch gestehen, am Anfang hätte ich nicht gedacht, dass der Film dann so eine Entwicklung nimmt. Ich dachte dann nach dieser Kiosk-Episode halt, okay, das ist halt ein Episodenfilm. Der verfolgt halt einfach so, in Anführungszeichen, wahllos ein paar Personen. Ich glaube, der Film wurde in München gedreht, oder? Ja. Ja. Und verfolgt die einfach so und zeigt uns so einen Lebensausschnitt von denen. Aber der Film hat ja dann doch ein Ziel. Das kulminiert ja dann, wie gesagt, dann am Ende in diesem, ja, nennen wir es mal Showdown. Mhm. Das fand ich sehr interessant. Und ich war wirklich, ich saß dann da die restliche, sag mal, 70, 60 Minuten. Und auch wenn ich sagen muss, dass der Film von der Geschichte her jetzt mich nicht jetzt unbedingt gefesselt hat, aber ich fand das hochgradig interessant, einfach dem weiter zu verfolgen, was da noch passiert. Und ich habe höchsten Respekt vor dieser Leistung. Ich habe, glaube ich, noch mehr Respekt vor der Leistung von Limbo als der Leistung vor jetzt 1917 oder Birdman. Unbedingt. Ich fand es auch cool. Ich habe halt auch irgendwie, bei mir war es halt ein bisschen andersrum, weil ich habe davon schon gehört und der Kumpel, über den dann auch der Link irgendwie zustande kam und so, der läuft ja auch auf diesem Max Ophüls Festival, darüber kamen wir drauf, weil wir da ja schon so ein Special dazu gemacht haben und der Film ist jetzt auch auf dem Festival gelaufen und so und deswegen mit dem One Take und so, das steht ja auch auf dem Plakat, was immer erstmal ein bisschen komisch ist, aber deswegen bei mir war es genau andersrum, ich war so die erste halbe Stunde darauf fokussiert, wie machen sie das, was passiert, wie kommen sie von einem Ort zum anderen und wie krass ist das eigentlich, dass die durch so einen unabgesperrten Verkehr fahren und da kann ja sonst was passieren und da habe ich auch noch ganz viele Fragen dann gestellt, aber so ab der ersten halben Stunde dann, wo sich so verdichtet irgendwie, da habe ich dann gar nicht mehr so drauf geachtet, sondern war dann so von der Story so, es wurde dann halt wirklich spannend, also wo dann so ein paar, also das Cover von dem Undercover-Agenten so ein bisschen ins Wanken gerät und so und wo sie dann auch, also die Anna, die da so am Aufdecken ist irgendwie, wie sie dann in die Klemme gerät und so. Ich muss sagen, da musste ich schon mitfiebern und das fand ich auch, also sie hat das cool gespielt und ich fand die Darsteller, können wir auch mal drauf zu sprechen kommen, fand ich durchweg eigentlich gut besetzt. Also ich fand zum Beispiel auch sehr witzig, dass Martin Semmelrogge ja wieder... Wir müssen über Martin Semmelrogge sprechen, aber Entschuldigung, red du erstmal zu Ende. Ja, ich will schon wieder abschweifen, aber es gab diese total lustige Szene, weil ich muss da immer an Bang Boom Bang denken natürlich und ich fand, er ist nicht ganz so abgedreht und nicht ganz so strange, aber er ist auch wieder so ein bisschen bemitleidenswerter Kleinganove und sagt dann noch sogar diesen geilen Spruch irgendwie so, ich habe da gerade so ein Ding am Drehen dran oder so, also genau diese Catchphrase aus Bang Boom Bang und das fand ich eigentlich sehr witzig und irgendwie ziemlich cool besetzt, diese ganzen Leute. Was wolltest du sagen?
Ich wusste halt über den Film eigentlich so gut wie gar nichts und war dann so, als ich dann Martin Semmelrogge da am Straßenrand stehen sah, dachte ich so, oh Gott. Wo ich dachte so, okay, jetzt beginnt da der Abstieg in die Hölle. Um es mal ganz, ganz böse auszudrücken, weil ich habe jetzt nichts gegen Martin Semmelrogge, aber der spielt sich halt gefühlt immer selbst. Mhm. Bang Boom Bang ist ein super Film und da passt er auch perfekt rein. Aber ansonsten habe ich in den letzten Jahren Martin Semmelrogge nur gesehen, wenn er sich wortwörtlich selbst gespielt hat. Oder halt eben in irgendwelchen kleinen Filmen, die wirklich ganz schrecklich waren, wie zum Beispiel letztes Jahr Tal der Skorpione, was einfach ein Film war, der schrecklich. Ich möchte die anderen Worte jetzt hier nicht nennen, weil wir sind ja ein familienfreundlicher Cast. Und ich war total überrascht, wie gut er mir in dem Limbo gefallen hat. Er spielte immer noch so sich selbst, aber er wirkte so gedrosselt. Er wirkte sehr authentisch. Er wirkte sehr naturalistisch, würde ich fast ausdrücken. Und da kann ich dem Regisseur, diesem Tim Dünschede, wirklich nur nochmal Respekt zollen, denn ich habe Martin Semmelrogge noch nie so gut gesehen wie in Limbo. Wunderbar, ja. Weil ich wirklich in einer Zeit, weil wenn ich Martin Semmelrogge sehe, denke ich immer, klar, das ist Martin Semmelrogge, ja. Egal, der könnte selbst König Herodes spielen, ja. Das wäre für mich Martin Semmelrogge. Und jetzt hier in Limbo als Ossi habe ich wirklich in einer Zeit vergessen, dass es Martin Semmelrogge ist. Und ein größeres Kompliment kann ich der Darstellerführung von dem Regisseur aktuell auch nicht geben. Ich glaube, ein größeres Lob kann man nicht geben. Es geht nicht anders. Naja, nun, ich denke aber auch, also mein Respekt gilt natürlich auch dem Kameramann und natürlich Tim Dünnschede, aber in dem Falle auch dem Anil Kiziburga heißt er, dem Autor, weil ich meine, der hat ja dann auch mehr oder weniger maßgeschneidert für dieses Vorhaben, das in 90 Minuten abzudrehen, ja auch das Drehbuch und die Dialoge geschrieben und finde ich auch wahnsinnig gut, diese Zusammenarbeit zwischen Direktor, also zwischen Regisseur und dem Autor und dann wird aufgrund dessen natürlich auch die Figur des Ossis einfach sozusagen eingenordet, also wie spielentscheidend im wahrsten Sinne des Wortes diese Figur dann für den gesamten Verlauf der Geschichte sein wird. Ich fand auch, wo halt so ins Auto einsteigt und dann wieder seine Geschichten raushaut, das hat mich eben so ein bisschen an Bang Boom Bang erinnert, so er will halt cooler sein, als er ist und dann ist er am Anfang so ein bisschen nervig, aber dann im Laufe des Films wird er einem dann doch sympathisch und er tut einem so ein bisschen leid, weil er halt irgendwie da so drin steckt und irgendwie eigentlich nur raus will, kann aber nicht so richtig und dann, was dann am Schluss passiert, da war ich echt überrascht, dass es noch so spannend und dramatisch halt auch wird. Und jetzt auch Anna, gespielt von Elisa Schlott, genau. Ja. Also der, finde ich, hat man auch so diese Klaustrophobie dann, wo sie halt dann eben so ins Fadenkreuz von diesen Mafia oder was das sein soll, Untergrundboss, dem Wiener und halt auch ihren Chefs und so gerät und das dann spannender wird und spannender. Da hat man, ich habe ihr das schon abgekauft, dass sie da so ein bisschen Panik bekommt und so. Das fand ich ziemlich gut auch. Ja, unbedingt. Also ich meine, das Interview, ich habe es dir mal angehört, das du geführt hast. Also wirklich nochmal Chapeau an dich, lieber Andi, für die schlauen Fragen. Aber ja, also einfach dieses Vertrauen vom Tim Dünnschede, der dann während der Take gemacht wird, eigentlich überhaupt nicht mehr eingreifen kann. Wie sehr er seine Schauspieler, seinen Kameramann, also auch nochmal großes Kompliment und auch den ganzen Kleindarstellern, dass die halt einfach an Ort und Stelle sind, wenn es in einem anderen Raum weitergeht oder eben nicht im Bild stehen. Großartig, also wirklich der Oberknaller. Ja, ich fand auch, also du hast ja als Fotograf noch ein besseres Auge dafür. Ich fand halt auch, dass der Film eigentlich 1A aussah. Also ich meine, da war jede Szene, mir ist halt vor allem das Licht irgendwie aufgefallen in diesem Underground-Box-Lokal, was es ist. Also da mit dem Neonlicht und so, das sah einfach immer sehr stimmungsvoll aus. Also in diesem Gang zum Beispiel mit diesem roten Neonlicht oder dann in dem anderen so ein bisschen dieses kühlere Blau und so, wo ich mir auch dachte, alter Schwede, die müssen ja vorher schon irgendwie diese ganzen Sets und Beleuchtungen irgendwie aufgebaut haben und es wirkt aber trotzdem so natürlich, aber trotzdem eben so, als hätten sie immer so ein total stimmiges Szenenbild halt irgendwie und nicht, die laufen jetzt halt irgendwo entlang und wie das Licht dann da ist, scheißegal so, das hat sich immer total auskomponiert angefühlt irgendwie. Ja, unbedingt. Also da gibt's ja auch so einen kleinen, so wirklich Sidekick, wo sie einfach mal ganz kurz durch eine Stahltür ins Freie gehen und dann da eine Rot-Blau-Beleuchtung ist und die Kamera halt einfach um die beiden Protagonisten herumfährt, wo ich auch sag, wow, ist das
geil, also jetzt rein filmisch, also dass du die Lampen nicht siehst und dass eben auch so ein Außen-Sidekick einfach so weit vorbereitet ist, dass der einfach von der Beleuchtung einfach gigantisch ist, oder der Showdown, wo sie zum Schluss im Auto sitzt und dann nur noch über den Rückspiegel des Cabrios die Augen beleuchtet werden, wo ich auch sag, wow, meine Fresse, und das in Echtzeit, also da sind so viele Kleinode von, wie heißt es so schön deutsch, von allen Gewerken, also wirklich großartig. Großartig. Ich fand auch cool, weil irgendwie manchmal, was ich mir halt auch schwer vorstelle, bei Dialogen oder so oder bei dann auch schnelleren Kamerafahrten oder so, mit dem Fokus halt, und manchmal sind dann Bilder teilweise so ein bisschen verschwommen, wo ich mir dachte, oh, jetzt was macht da der Kameramann, aber dann fand ich das sogar auch noch irgendwie zusätzlich passend, weil das dann so ein bisschen diese, wie sagt man, dieses Getümmel halt, also wo sie durch diese Boxfabrik laufen, da hast du dann mal so einen Kameraschwenk, wo dann auf einmal alle unscharf sind, aber das macht so diesen sich verfaltenden Wahnsinn, vielleicht unterstreicht es sogar noch, also dass es halt so ein bisschen hektisch wird und so und dann eben teilweise ein bisschen unscharf, fand ich dann auch jetzt gar nicht störend, sondern eigentlich eher passend noch dazu, das fand ich ganz cool. Es wirkt halt dadurch auch komplett so ungekünstelt. Ja. Ne? Und hatte ja, und es ist, der Film wirkt ja wirklich auch sehr authentisch in allem, was er erzählt. Selbst wenn da irgendwie so ein Wiener Gangsterboss von der neuen Kryptowährung erzählt, wirkt das relativ authentisch und nicht sonderlich aufgesetzt. Ja, ja. Und das muss was heißen, weil sobald jemand eigentlich im österreichischen Akzent spricht, dann muss ich aufpassen, dass ich losbruste vor Lachen. So, aber in dem Fall nicht. Ich fand auch noch, also abgesehen jetzt, wie gesagt, von dem Bild und alles, fand ich auch die Musik noch, ist mir positiv aufgefallen, weil wenn es halt irgendwie längere Szenen gibt, wo die halt jetzt mal von einem Ort zum anderen fahren oder so und dann dieser Carsten im Auto sitzt und man merkt ihm schon diese Anspannung an, dass er keinen Bock hat natürlich, jetzt zu so einem Undercover-Einsatz zu fahren. Also man sieht ihm das schon auch im Gesicht an, aber die Musik erzeugt, finde ich, immer so eine durchgängige Spannung. Und das fand ich, die fand ich sehr eben auch stimmungsvoll und die hat mir echt sehr gut gefallen. Ja. Also jetzt ja, nicht aufdringlich, und das war jetzt kein Hans-Zimmer-Score oder so, aber irgendwie, ich habe sie gerne gehört und die hat halt auch eine ziemlich, also hat ziemlich zur Stimmung beigetragen. Also wenn es zunehmend spannend wird oder so, hat das die Musik halt auch sehr gut unterstrichen, fand ich. Unbedingt, unbedingt. Was sagt ihr denn zu der Entwicklung der Geschichte? Ich finde es einfach einen sehr, sehr, sehr schönen, gut geschriebenen Plot, also wie das dann zum Schluss alles sich ineinander fügt und jeder, man weiß von allen Beteiligten, wer was will und wer dann scheitern muss oder nicht. Ich fand den Verlauf der Geschichte super gut, und worauf ich ja immer so stehe, ist sozusagen der Schlauheit und dem Erinnerungsvermögen der Betrachter, der Zuschauer einfach voll zu vertrauen. Also ich verweise nur auf diesen USB-Dongle, der, wo man am Anfang gesagt bekommt, ja, wenn der blinkt, dann werden die Daten übertragen, und dann blinkt halt irgendwann mal der Dongle und es wird nicht nochmal großartig erklärt, dass jetzt die Übertragung, ich fand den richtig schön, also auch den Verlauf der Geschichte und auch mit Requisiten, dass dann einfach was symbolisiert wird, wo man auch nicht nochmal einen Dialog dazu braucht, fand ich wirklich meisterlich gemacht. Ja, die Story ist halt relativ, wie sagt man, genre-typisch, sage ich mal, aber ich fand sie schon auch irgendwie, dass du da halt jetzt im Finanzwesen bist und dann, wie sich das verstrickt, dass da natürlich der Unterweltboss irgendwie seine Finger im Spiel hat und das alles so ein bisschen korrupt ist und so, das kennt man vielleicht schon. Ich fand sie aber ausreichend innovativ irgendwie und nachvollziehbar und thematisch auch interessant genug, dass ich jetzt nicht gelangweilt war, und es war nicht alles sehr vorhersehbar. Man hat schon solche Stories öfter gesehen, und dann auch halt wie der verdeckte Ermittler droht aufzufliegen und so. Da fand ich eine Szene so ein bisschen komisch, weil sie ja schon so die Prinzipien hat und so ein bisschen eigentlich mit dieser ganzen Szene eigentlich nichts zu tun haben will, wo sie dann an der Bar steht und sich dann so mir nichts, dir nichts mit diesem Martin Semmelrogge, der in dieser Szene eher so ein bisschen eklig und schmierig daherkommt, dass die sich dann so fast schon anfreunden, so auf die Schnelle. Das fand ich ein bisschen komisch teilweise, aber hat halt die Handlung ein bisschen vorangetrieben. Aber sonst ist mir da jetzt eigentlich nichts störend aufgefallen. Ich fand's einfach spannend, ja, und durch halt auch diese One-Take-Geschichte, wie die Personen da so hin und her Ping-Pong-mäßig sich abwechseln und so, das fand ich echt, hat der Story gut getan. Ich hatte ein bisschen meine Probleme, weil die Geschichte ja schon sehr genrekonform ist. Es gibt ja dann auch gegen Ende dann auch so Enthüllungen, wer mit wem verwandt ist, etc. pp. Aber der Film sieht halt nicht nach Genrefilm aus. Mhm. Ich habe mir dann irgendwann gedacht, eigentlich
hätte ich es für mich, irgendwie hätte es mir gereicht, wenn der einfach, wie gesagt, so einfach, also einzelne Episoden gezeigt hätte von verschiedenen Leben. Ich glaube, das hätte mir ausgereicht. Ich fand, diese Genre-Geschichte war gut, die war gut geschrieben, die war funktionell, aber ich glaube, ich hätte sie nicht gebraucht. Okay, dann wäre es aber garantiert eine andere Figur. Garantiert, ja, ja. Das also, ist, ja lieber ja. Herr Dünschede, wenn Sie das hören, Sie wissen, was Sie als nächstes zu tun haben. Einen Episodenfilm zu drehen. Ah, da könnt ihr mal in das Interview danach noch reinhören, da wird da ein eventuell kommendes Projekt schon ein bisschen angeteased, da ging es um Arthouse-Horror, wie ich gehört habe, das klang auch sehr spannend. Nee, ich fand es auch gut, was Tim Dünschede im Interview gesagt hat, dass er der Meinung ist, dass gerade die deutsche Filmlandschaft dich mal wieder mehr Genres braucht. Und da muss ich sagen, hat das Genre wirklich gut bedient, definitiv, mit dieser technischen Herausforderung dieses One-Takes. Und ich meine, ich habe jetzt vor anderthalb Wochen mir das 21 Bridges angeschaut. Das ist auch ein Genrefilm, also ein Detektivkrimi. Und da muss ich sagen, also unter dem Thema zeitgemäß Genre-Verfilmung oder einfach neu, also ein bekanntes Genre sozusagen, dem einen neuen Film zu widmen, das hat der Dünschede schon echt geil gemacht. Als Abschlussfilm von der Filmhochschule, das muss ich einfach nochmal betonen, also holla die Waldfee, also ja, das muss ich, da muss ich mich noch? Im Vorhinein auch nochmal, das habe ich auch nicht so richtig auf dem Schirm gehabt und das hat mich dann später in dem Interview auch etwas aus dem Konzept gebracht, falls ich da mal ein bisschen ins Stammeln komme oder so, war ich halt eben auch ein bisschen überrascht und fand es danach echt nochmal krasser. Naja. Und Limbo wird ja alleine durch seine Machart und weil es ein deutscher Film ist, der Genre versucht, auch, glaube ich, jetzt immer verglichen werden mit dem großen Victoria, der vor ein paar Jahren erschien und den mochte ich auch. Limbo ist für mich, ich fand Limbo aber im direkten Vergleich besser. Zum einen, weil er nicht so überlang ist. Der verpackt seine Geschichte in kompakte und wirklich ausreichende 89 Minuten. Und dieser ganze Plot wirkt irgendwie, ich nenne es mal begreifbar. Bei Victoria war es irgendwann so von der Disco aufs Hausdach und dann die Privatbank überfallen. Das wirkte, also das war so ein bisschen so, hä, was? Und bei Limbo macht das alles irgendwie, für mich zumindest, mehr Sinn. Da greifen die Zahnräder besser ineinander, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, ich fand Victoria damals auch super. Ich habe den aber halt seit Kinostart nicht mehr gesehen. Deswegen kann ich das jetzt gar nicht mehr so vergleichen. Aber ja, ich fand beide super, keine Ahnung. Aber ich weiß, was du meinst. Ich fand Victoria auch stark, aber ne? Ich weiß wohl, glaube ich, was du meinst, weil ich glaube, am Ende driftet der Victoria auch so ein bisschen in so einen Genre-Film ab, wo es halt dann mit Kriminellen und Action und so dann noch ein bisschen abgeht. Und ich fand es hier auch ein bisschen runtergetuned. Kann das sein, dass es bei Victoria am Schluss einfach ein bisschen zu abgefahren wurde? Ja, aber hier hatte ich auch nie das Gefühl, auch wenn es eben in so Genrefilmen dann abgedriftet ist, dass sie es nicht übertrieben haben mit irgendwas, sondern es war alles sehr nachvollziehbar und ja. Gut. Okay, ihr Lieben, habt ihr noch etwas, was ihr unbedingt über Limbo sagen wollt? Ja, wenn der mal auf Video rauskommt, würde ich mir wahnsinnig gerne ein umfangreiches Making-of wünschen, weil gerade bei One-Takes ist es ja so, dass es dann sowas wie Lichtprobe, Generalprobe und erster Take und zweiter Take gibt und die würde ich mir wahnsinnig gerne auf einer umfangreichen Steelbox anschauen, wie sie das sozusagen immer mehr feingetunt haben, um am letzten Tag dann einfach diesen Film wirklich innerhalb von anderthalb Stunden komplett zu rocken. Okay, gut, dann würde ich sagen, weil ihr noch ein Interview folgt, kommen wir mal zum Fazit. Ihr könnt vergeben 0 bis 5 gefeuerte Cutter. Ja, gefeuerte Cutter. Gut, ich lehne mich total aus dem Fenster und gebe eine 5 mit Auszeichnung. Oh. Punkt. Okay. Andi, wie sieht's bei dir aus? Ich hätte dem Film wahrscheinlich, wenn ich ihn im Kino gesehen hätte, irgendwie so 3,5 bis 4 gegeben, weil ich fand ihn super und spannend und so. Ich fand halt vielleicht manche Dialoge dann irgendwie ein bisschen, obwohl das hat auch dann wieder gepasst, weil sie halt so beiläufig waren und teilweise so ein bisschen dahergesagt klangen oder so, aber das hat eventuell halt auch die Authentizität unterstrichen, deswegen, ich hätte wie gesagt 4 gegeben, aber nachdem das Abschlussfilm und jetzt auch nach dem Interview, wo ich noch ein paar Backstories erfahren habe und so, gebe ich dem auch 5 und ich werde ihn mir jetzt auch gerne im Kino nochmal anschauen.
Weil mit dem ganzen Hintergrundwissen will ich ihn jetzt einfach nochmal sehen und irgendwie ja, hoffe auch, dass der sehr erfolgreich wird und dass da so viele wie möglich ins Kino gehen. Ich glaube, er hat ein bisschen limitierten Kinostart, also er wird jetzt nicht in jedem Cineplex laufen, eher so kleine Programmkinos, was ich gehört habe. Deswegen von mir auch 5 von 5 gefeuerte Cutter und genau, Zielgruppe alle. Gut, ich gebe 4 von 5 gefeuerten Cuttern. Fand ihn sehr beeindruckend, gerade für einen Abschlussfilm. Ich glaube, man kann da noch Großes erwarten von den Herren und Damen, die da mitgewirkt haben. Es gab so gerade bei so bei der Geschichte, das hat mich nicht wirklich gefesselt, aber ich bin trotzdem am Ball geblieben und fand das sehr interessant. Und ja, 4 von 5 ist doch auch eine gute Wertung. Auf Und jeden damit Fall. haben wir es. Jo. Unsere Lupo-Lei zu Limbo ist zu Definitiv. Ende und ihr könnt euch jetzt noch ein Interview anhören mit dem Regisseur Tim Dümschede zusammen mit unserem Andy Pawlitzki. Und du hast ja schon gerade gesagt, du hast da ein paar interessante Fragen gestellt. Ich Und hoffe. ich bin gespannt, ich habe es mir noch nicht anhören können, das werde ich jetzt nachholen, denn ich habe natürlich schon Zugang zu exklusiven Materialien. Ich bin ja ein Telestammtischmitglied. Gut, ihr Lieben, dann strecken wir die Zeit nicht noch mehr. Übrigens, dieser Podcast wurde wahrscheinlich auch ohne Cut gemacht. Definitiv, ein Genau. One-Take-Podcast. Nimm das, 1917, nimm das. Okay, dann wird es Zeit, uns zu verabschieden. Ich fange einfach mal an und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dem schließe ich mich an. Lasst es euch gut gehen und lasst euch den Film nicht entgehen. Definitiv. Jo, von mir auch auf Wiedersehen und viel Spaß mit dem Interview. So, und jetzt habe ich den Regisseur von Limbo in der Leitung. Freut mich sehr, dass es geklappt hat und dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Hi, Tim. Servus, grüß dich, Andi. Ja, sehr gerne natürlich. Also freue mich immer, wenn ich über den Film sprechen kann. Ja, wie wir schon jetzt gehört haben, liebe Zuhörer, kommt dein neuer Film am 20. Februar in die deutschen Kinos, stimmt's? Genau, also nicht deutschlandweit leider, weil es eben doch ein kleines Abschlussfilmprojekt, Schrägstrich Arthouse-Film ist. Deswegen in ausgewählten Programmkinos meistens, aber doch durch die Republik hinweg relativ gut vertreten für unsere Verhältnisse. Hatte, glaube ich, Premiere auf dem letztjährigen Münchner Filmfestival, gell? Genau, das war unsere Festivalpremiere. Danach waren wir mal mit dem Film noch bei den First Steps Awards nominiert, also Holger für beste Kamera, waren dann noch in Hof, weil wir dort einen Preis gewonnen hatten und liefen dort auch noch und hatten dann unsere internationale Festivalpremiere in Austin, auf dem Austin Film Festival und hatten jetzt nochmal so einen kurzen Besuch in Saarbrücken auf Max Ophüls und ich glaube, ein Festival kommt auch nochmal irgendwann im Mai oder sowas, aber bin ich mir gerade nicht mehr so sicher. Ja. Genau, so bin ich ja auf dich aufmerksam geworden über diesen Max Oppels, oder wie man ausspricht, Preis, weil wir Ja. da auch so ein Special gemacht haben. Genau, und da lief der Film auch. Aber bevor wir jetzt nochmal genauer uns in Limbo vertiefen, erzähl doch erstmal vielleicht für unsere Zuhörer ein bisschen von dir. Wo kommst du her? Was machst du so? Aber besonders vielleicht, wie bist du überhaupt zum Film gekommen und so weiter? Ja, ich bin geboren in Speyer in Rheinland-Pfalz. Es ist in der Nähe von Ludwigshafen, die Ecke Mannheim. Kleines, behutsames Städtchen. Genau, und hatte da eigentlich erstmal relativ wenig Berührungspunkte mit Filmen, bis dann mein Vater irgendwann so eine Image-Filmfirma aufgemacht hatte und so kleine Schulungs- und Image-Filme gemacht hatte. Was jetzt mit Film an sich relativ wenig zu tun hat, weil es ja doch was anderes ist. Aber dadurch hatte ich dann eben so technische Berührungspunkte. War dann ab und zu bei Drehs dabei und hab da geholfen. Und genau, und habe mich aber erst tatsächlich nach dem Abitur so auch für die Filmrichtung entschieden, weil ich vorher ganz lange nicht wusste, was ich machen will, weil ich Film nie als Beruf wahrgenommen habe. Oder Regisseur, sag ich mal so, weil irgendwie ist es in so einer kleinen Stadt dann doch schwieriger, so künstlerische Berufe zu verwirklichen, zumindest meint man das. Und tatsächlich war mein Umfeld oder mein Abiturjahrgang war sehr bodenständig unterwegs und die wussten alle, was sie machen wollten und es war alles sehr, wir haben ganz viele Lehrer, Leute, die dann Geografie studiert hatten oder Biologie, also alles sehr handfeste Studiengänge beziehungsweise Berufe und es waren kaum welche, die gesagt haben, ich gehe jetzt Musik studieren oder ich werde bildende Künstler etc. Von daher hat es sich, glaube ich, bei mir auch so ein bisschen verschleppt und habe mich dann erst nach dem Abitur, wie gesagt, dazu entschieden und dann geschaut, wo ich hin möchte. Dann gibt es verschiedene Filmhochschulen. Natürlich lag dann Ludwigsburg sehr nah, weil es einfach um die Ecke ist und die setzen eben ein Jahr Praktikum voraus. Das habe ich dann so zusammengewurschtelt bei einem Regional-TV-Sender und einer TV-Übertragungs GmbH bei uns in der Region. Wurde natürlich hier so mit Pauken und Trompeten abgelehnt beim ersten Mal, was dann so der erste Niederschlag war. Und habe danach dann
Aber dachte, okay, jetzt will ich mal wissen, wie es beim Film wirklich abgeht, und habe ein Praktikum bei einem Fernsehfilm gemacht in Berlin und da dann gemerkt, dass es schon wirklich das ist, was mich interessiert, worauf ich Bock habe, und habe mich dann nochmal beworben, diesmal in Ludwigsburg und Berlin, weil ich mich in Berlin in die Stadt verliebt hatte und dachte, das ist, da muss ich hin, und wurde bei beiden Hochschulen wieder abgelehnt und habe mich dann, glaube ich, sogar zum dritten Mal beworben und hatte da noch dann Potsdam dazugenommen und Berlin und Ludwigsburg und Köln, glaube ich, auch. Und dieses Mal aber auch, wenn ich mich recht erinnere, noch Kassel, eine Kunsthochschule, die eine Filmklasse hat. Und ich bin bei allen abgelehnt worden, außer bei Kassel. Da wurde ich eingeladen zur Aufnahmeprüfung und kam dann dahin und habe dann die Aufnahmeprüfung tatsächlich bestanden und habe dann dort visuelle Kommunikation, Schwerpunkt Film und Fernsehen studiert, was ein Schritt in die richtige Richtung war, aber mich meinem Ziel noch nicht so gänzlich nahe gebracht hat, weil es war eben doch visuelle Kommunikation ein Basisjahr, wo man alle Schwerpunkte durchlaufen hat, was super war im Nachhinein, weil man einfach nochmal so, das war Fotografie, Grafikdesign, Illustration, man musste halt überall so quasi Blog-Seminare machen, hat da so einen Einblick erlangt, was ganz cool war, weil man nochmal so ganz anders gedacht hat plötzlich und noch ganz andere Berührungspunkte mit künstlerischen Ausdrucksformen hatte. Und nach dem Jahr hat man dann seine Schwerpunktwahl getroffen, hat eine Zwischenprüfung und kam dann in die Filmklasse. Und da war ich dann auch, und es war auch ganz cool. Die war sehr autodidaktisch und frei, weil da gab es so Professorenprobleme, und deswegen haben die Studenten sehr viel selbst gemacht, und dadurch habe ich bei super vielen Projekten einfach irgendwas gemacht, mal beim Szenenbild geholfen, mal beim Licht, mal Setaufnahmeleitung, weil ich das schon vorher beim Film gemacht hatte, mal eine Produktionsleitung und dann einen Abschlussfilm produziert. Und so habe ich dann irgendwann meinen eigenen Film dort gedreht und mit dem aber auch gleichzeitig gemerkt, dass für mich so irgendwie das Potenzial, was aus Kassel zu holen ist, irgendwie erschöpft ist nach diesen 2, 2,5 Jahren. Und ich nicht genau weiß, was ich mit dem Abschluss machen soll. Weil man hat ja gesehen, wo so Kommilitonen landen mit ihrem Abschluss, wie lange die brauchen. Und habe dann gedacht, okay, ich setze nochmal alles auf eine Karte und habe dann den Film, der auch relativ gut zu den Themen in München gepasst hatte, die einzige Filmhochschule, an der ich mich noch nie beworben hatte, habe ich den dann genommen, habe innerhalb von 14 Tagen diese ganze Bewerbung gemacht mit den ganzen anderen Aufgaben. Da muss man auch so verschiedenes Zeug machen, wie der eine oder andere weiß. Also ziemlich komplex. Und habe es einfach mal abgeschickt und dachte mir, was habe ich zu verlieren? Wenn es klappt, ist top. Wenn nicht, dann mache ich halt hier meinen Abschluss und schaue dann weiter. Und dann wurde ich eingeladen zur Aufnahmeprüfung und habe dann tatsächlich bestanden, wurde aufgenommen. Und so bin ich dann in München gelandet und habe jetzt da mit Limbo mehr oder weniger genau vor einem Jahr meinen Abschluss gemacht. Ach, das ist jetzt dein Abschlussfilm von der HFF, oder wie? Genau. Ah, abgefahren. Weil ich habe mal vorher irgendwie deine Seite aufgemacht, hier irgendeine, ich weiß nicht, ob es Filmstarts war oder irgendwas, Crew United heißt sie. Und da ist ja schon einiges drin. Also Limbo ist ja das neueste Projekt, aber was da sonst alles so drin steht, du hast ja auch schon Musikvideos gemacht zum Beispiel für nicht unbekannte Bands. Ist es dann während dem Studium und so entstanden? Ja, das war purer Zufall. Fabi, der Drummer von den Killerpilzen, ist der Produzent von Limbo und auch von meinem ersten Zweitjahresfilm, der mit uns studiert hat. Mhm. Und wusste ich am Anfang auch nicht. Und dann haben wir uns irgendwann kennengelernt, danach die ganzen Mädels waren so aufgeregt. Und dann, was ist denn los? Was ist denn mit dem Fabi los? Ja, der ist doch bei den Killerpilzen. Aha, okay. Und dann haben wir uns aber gut verstanden und haben halt den Erstjahresfilm, war er einer von 3 Produzenten, mit denen ich zusammengearbeitet hatte. Und beim Zweitjahresfilm war er dann mit seinem Produktionsfirmenpartner der Produzent sozusagen, mit Florian Kammhuber. Und so kam das dann, dass wir uns super verstanden haben. Und dann hat er irgendwann gefragt, ob wir nicht Bock haben, also wir sind dann Holger, der Kameramann, und ich, nicht ein Musikvideo für die zu machen mit. Und dann, ich glaube, sogar ohne Holger gemacht. Und dann haben wir da so 2, 3 gemacht. War also wie so Zufall im Prinzip. Okay. Ja, das bringt mich jetzt ein bisschen aus dem Konzept, weil ich mir die Liste so angeschaut habe und dachte, wir sprechen jetzt noch ein bisschen über deine bisherigen Projekte, wie du jetzt halt zu diesem Limbo gekommen bist. Kann man natürlich trotzdem machen, aber dann ist das jetzt hier dein Langfilmdebüt? Ja, Abschlussfilmdebüt, ja, das ist immer so, also ist ein Abschlussfilm, mein Langfilmdebüt im Prinzip auch, ja, doch kann man so sagen, ja. Okay, krass. Das ist nicht so schlecht. Also ich meine, wie du dazu kamst, dann so ein ambitioniertes Projekt und auch mit diesem Cast und so, das ist ja eigentlich, ich würde jetzt mal sagen, ungewöhnlich, oder? Also hast du dir schon irgendwie an der Schule oder so einen Namen gemacht? Oder wie kommt es zustande, dass man mit solchen Leuten alleine schon zusammenarbeitet, was Schauspieler angeht oder so? Und dann auch, wie kommt man da an diese ganzen Förderungen und so, würde mich mal interessieren. Also hast du davor schon irgendwelche Festivals besucht und da irgendwie einen Namen gemacht und so weiter? Also ich dachte, du wärst schon ein etablierter Regisseur und so, dass das jetzt dein Abschlussfilm war, überrascht mich, wie gesagt, immer noch. Aber ja.
Ja, viele Fragen. Also Namen gemacht würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, man hat sich im Hochschulkreis einfach dadurch ein bisschen abgehoben, weil ich einer der wenigen bin, die Genrefilme machen. Also Genre in jedes Filmgenre ist ein Genre, aber Genre ist ja behaftet mit Thriller, Science-Fiction, Horror etc. Und ich bin einer der wenigen tatsächlich an der Filmhochschule in München, die das machen. Ludwigsburg ist dafür wesentlich bekannter. Von daher ist man nicht unbekannt, aber dass ich den Namen gemacht habe, würde ich nicht sagen. Ich hatte das Glück im Prinzip, dass mein Drittjahresfilm Fremde, was im Prinzip ein Zufallsprojekt war, weil das Projekt, was wir eigentlich angeschoben hatten, nicht funktioniert hatte aus verschiedenen Gründen und wir händeringend nach was Neuem gesucht hatten. Und dann kam dabei raus eine Co-Produktion zwischen der HFF München, der DFFB Berlin und der Filmakademie Ludwigsburg. Und zwar waren Regie und Kamera, wir beide kamen von München, der Produzent, weil Fabi in dem Fall nicht konnte und ich niemand anders in München gefunden hatte, war aus Berlin. Und das Drehbuch für den Film von Fremde hatten wir dann tatsächlich aus Ludwigsburg. Und der hat dann so festivalmäßig ganz gut funktioniert. Wir hatten eine Festivalpremiere auf Max-Ophüls-Festival, Holger hat auf dem Kamera-Image die bronzene Kaulquappe gewonnen, was für den Studentenfilm eben ein Preis ist für beste Kamera. Genau, und ich hatte eine Agentur bekommen durch den Film. Also man hat so eine kleine Mini-Aufmerksamkeitswelle in München bekommen, sage ich mal so. Und vielleicht auch so am Rande der Filmbranche ganz, ganz, ganz leicht. Genau, und so war halt der Film. Und dann haben wir uns eben überlegt, Holger und ich, weil es klar war, dass ich mit dem Kameramann den nächsten Film, also den Abschlussfilm auch wieder machen werde, was wir da machen wollen. Und es war klar, dass wir unbedingt was Langes machen wollen, weil mit Fremde hatten wir jetzt einen 30-Minüter, der gut funktionierte, der Genre war, der schon mal eine sehr gute Visitenkarte war. Und wir wollten jetzt einfach ausprobieren, wie es ist, was Langes zu machen und uns daran einfach auch messen. Und dann gab es verschiedene Überlegungen und tatsächlich war ein Faktor auch der mit reingespielt hat in die Entscheidung, es als One-Shot zu machen, dass die Budgets für die Abschlussfilme in den letzten Jahren immer knapper wurden, weil es vom Kultusministerium in München, also in Bayern, eine Ansage gab, dass die HFF zu viele Langzeitstudenten hat und die müssten jetzt mal raus. Und dementsprechend wurde dann einigen älteren Kommilitonen gedroht mit Exmatrikulation, wenn sie jetzt nicht bald zur Pötte kommen. Und dementsprechend wurden die Budgets dann plötzlich, die halt eigentlich mal auf 40 Filme pro Jahr kalkuliert waren, auf mehr Filme und die Budgets wurden immer kleiner. Und da war klar, damit können wir keinen Langfilm machen, so wie wir das machen möchten. Und genau, und irgendwann kam Holger, tatsächlich der Kameramann, mit der Idee, ob wir nicht einen One-Shot machen wollen, weil wir beide Victoria damals mega abgefeiert haben und fanden das Sebastian Schipper ein krasses Ding und warum nicht? Und dadurch, dass Fremde, wie gesagt, einigermaßen funktioniert hatte für uns und wir wussten, wenn wir jetzt Limbo komplett gegen die Wand fahren, haben wir immer noch Fremde, mit denen man immer noch zeigen kann, was man kann, sage ich mal, ne? Also war das Risiko ein bisschen minimiert oder überschaubar. Und dann haben wir uns dazu entschlossen und tatsächlich ist der Weg der Förderung an der HFF München ganz ganz normal und gang und gäbe, dass man für den Abschlussfilm darf man beim FFF, beim Bayerischen Film- und Fernsehfonds, für Abschlussfilmförderung einreichen. Ob man die dann kriegt und ob man die in der Höhe kriegt, in der man eben einreicht, ist die Frage. Der Topf geht, glaube ich, pro Film maximal 50.000. Und da haben wir dann eben dann auch relativ kurzfristig eingereicht und dann auch bekommen. Und dann ist noch der BR dazu gestoßen, hat noch so eine Finanzlücke geschlossen. Und dann waren wir da mit unserem kleinen Budget einigermaßen aufgestellt, um das irgendwie zu machen, weil es dann doch natürlich teurer wurde als gedacht, wie es so immer ist. Aber so war im Prinzip die Genese des Films. Und ja, so kam der dann zustande, so die Idee. Ja, witzig. Jetzt hast du auch schon eine Frage so ein bisschen vorweggenommen, weil zur Entstehungsgeschichte hätte mich interessiert, wie so der Ablauf war. Also jetzt hast du ja schon gesagt, dass ihr jetzt auch witzigerweise jetzt aus Budgetgründen irgendwie die Idee hattet, so einen One-Shot zu machen, aber wahrscheinlich auch aus Experimentierfreude und eben, weil ihr den einen Film genau so gefeiert habt oder so. Aber wie seid ihr auf die Story gekommen? Das Drehbuch stammt ja von Anil Kizilbulgar, sehe ich hier in der IMDb. Habt ihr das sozusagen in Auftrag gegeben oder bestand es schon oder von wem kam jetzt so die Story-Idee? Habt ihr die gehabt und habt es dann ausformulieren lassen oder bestand es schon und ihr habt euch das einfach, euch hat das gefallen und dachtet ihr, das könntet ihr cool umsetzen? Genau, also nochmal zu dem ersten Punkt, glaube ich. Also klar war das Finanzielle ein Entscheidungspunkt, aber der Hauptfokus lag natürlich darauf, dass wir uns gesagt haben, wir würden gerne noch einmal den in Anführungszeichen sicheren Rahmen der Filmhochschule ausnutzen, um was zu probieren, was wir so schnell nicht wieder machen werden können, wo wir die Option haben, komplett zu scheitern und uns eigentlich nur für uns selbst verantworten müssen. Und nicht, da sind keine Sender und keine Verleiher erstmal mit drauf. Wenn es halt schief geht, dann geht es halt schief. Dann haben wir halt keinen Abschlussfilm, den man groß vorzeigen kann. Aber es wäre halt unser Problem und man ist jetzt niemand Rechenschaft schuldig. Und von daher dachten wir, das muss man doch auch mal richtig ausnutzen, weil man es einfach im Studium, man nimmt sich im Studium leider
oftmals und sehr lange viel zu ernst und glaubt, dass der Film jetzt unglaublich wichtig ist. Und man, wenn man aber anfängt zu begreifen, dass das nur einer von mehreren Filmen ist, die man auf seinem Weg irgendwie macht und dass jeder Film ein Lehrstück ist, aus dem man im Idealfall was lernt. Und wenn er dann noch bei Zuschauern etc. gut ankommt, dass das i-Tüpfelchen ist, ist natürlich, bekommt das Ganze nochmal einen anderen Geschmack. Und so haben wir das versucht dann zu sehen. Ist im Nachhinein immer leichter, als wenn man drinsteckt, weil natürlich ist jeder Film, den man jetzt gerade macht, immer der allerwichtigste. Und da geht es auch darum, dass, also der ist für einen das Ein und Alles. Und so muss das auch sein. Aber ich glaube, man muss sich da ein bisschen frei machen von diesem Zwang, ein perfektes Endprodukt abliefern zu wollen, weil es geht darum, dass man was macht und dabei was lernt. Dafür ist eine Filmhochschule da. Und ja, am besten lernt man aus Fehlern, so. Ob es die eigenen sind oder ob es die der anderen sind, aber man lernt. Und ich glaube, das war für uns aber eine coole Lektion und das war einfach so eine frische Herangehensweise, wie wir Limbo gemacht haben, weil wir wussten, wir versuchen es einfach jetzt. Und es ist halt auch ein Riesenunterfangen und das kann schief gehen. Und dass es schief geht, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch. Und von daher haben wir uns da direkt von Anfang an den Druck rausgenommen. Ja, ganz witzig. Genau das Gleiche haben nämlich auch. Ich habe letztens einen Film gesehen, vielleicht kennst du die sogar, hier, der hieß All I Never Wanted. So halb Doku, halb Spielfilm, auch von der HFF. Ich glaube sogar auch ein Abschlussfilm von Leonie Stade und ihrer Kollegin, wo ich den Namen jetzt gerade nicht verraten habe. Genau. Und die haben nämlich irgendwie in einem Interview genau das Gleiche gesagt, so von wegen, dass sie halt jetzt halt nochmal als Abschlussfilm irgendwas ausprobieren wollten, irgend so ein Herzensprojekt irgendwie. Das ging mir damals auch so mit meinem Abschlussding. Ich habe da irgendwas gemacht, was ich seitdem nie wieder gebraucht habe oder so, aber ich hatte Bock drauf und wie du schon gesagt hast, so in diesem sicheren Rahmen, in Anführungszeichen, sich da einfach nochmal so ein Herzensprojekt zu verwirklichen, das finde ich eine coole Sache und habe ich, wie gesagt, da letztens erst gehört, deswegen fand ich es gerade ganz witzig, ja, dass du das sagst. Stimmt, die haben auch mit uns quasi zusammen Premiere, also sie hatten auch Premiere auf dem Münchner Filmfest letztes Jahr. Genau, und jetzt zur anderen Frage, wie wir dann dazu kamen. Ich hatte bei Fremde gemerkt, dass ich Drehbuch schreiben alleine zwar kann und dass es mir auch bedingt Spaß macht, dass ich aber sehr schnell an mir selbst verzweifle oder mit mir selbst verzweifle und ich es viel angenehmer finde, einen Sparringspartner zu haben, mit dem man gemeinsam entwickelt und sich die Bälle so ping-pong-mäßig hin und her spielt. Und genau, und dementsprechend haben wir dann gedacht, komm, das machen wir jetzt für Limbo, also für den Abschlussfilm eben auch. Wir suchen uns einen Autor oder eine Autorin, die Lust haben, mit uns daran rumzuwerkeln. Und dann hatten wir an der HF München, Berlin, also DFB und Ludwigsburg über die jeweiligen Abteilungen gesucht, ob jemand Lust hat, mit uns entweder für einen One-Shot eine Idee zu entwickeln oder ob jemand schon eine hat. Es ging auf jeden Fall um eine kreative Zusammenarbeit. Mir war es nicht daran gelegen, ich will das perfekte Buch haben und das möchte ich umsetzen, sondern ich möchte schon im kreativen Prozess beteiligt sein und mitarbeiten, aber ich möchte nicht alleine schreiben. Und in diesem Prozess sind wir dann tatsächlich auf Arnil Kitzelbuger gestoßen, außerhalb dieses ganzen Filmhochschulkosmoses. Der hatte zwar auch studiert in München, einmal Regie an der Bavaria Akademie, glaube ich, heißt die, und dann aber eben nochmal Drehbuch in London an der Goldsmiths und war ein Bekannter von Holger und der hat uns eben auch nochmal drei Ideen geschickt und gepitcht und das waren tatsächlich die einzigen drei auch wirklich Genre-Ideen und davon hat uns eine wirklich gehuckt und die haben wir dann als Basis genommen für Limbo und haben wir uns da getroffen mit ihm, haben uns, war noch super sympathisch und genau, und haben dann die genommen und haben die mal von Grund auf ganz quasi umgekrempelt und von der Grundgeschichte ist eigentlich auch nur der Bernackel-Fight übrig geblieben. Ansonsten alles andere ist anders geworden. Und so haben wir dann eben gemeinsam zu zweit diese Story entwickelt, haben gebrainstormt, dann geoutlined und als wir dann fertig waren, haben wir eine erste grobe, schnelle Fassung geschrieben war eher so eine Art Treatment für die Filmförderung. Und während dann die Filmförderung gewurschtelt hat, die brauchen dann immer so ein paar Wochen, ging es halt weiter. Wir haben weiterentwickelt und dann war es irgendwann so weit, dass wir sagen, okay, das ist die Geschichte, so wollen wir sie erzählen. Dann hat Arnil innerhalb von sehr kurzer Zeit, ich glaube, es waren 10 Tage, ein Drehbuch geschrieben, einen ersten Draft und ich habe parallel angefangen zu casten und Locations zu suchen und, weil wir eben ein sehr, sehr enges Zeitkorsett hatten, was wir uns aber auch ein Stück weit selbst auferlegt hatten. Genau, und so kamen wir dann zu dieser Geschichte und was die Darsteller angeht, sind wir ein sehr konservativen Weg gegangen. Wir hatten tatsächlich diesmal das Glück, dass uns Stefanie Pohlmann, eine Münchner Casterin, unterstützt hat. Das heißt, unsere Anfragen kamen erstmal über sie, was schon mal einfach ein Türöffner ist, weil sie einfach ein Gesicht und Name in der Branche ist und hat. Und dann sind wir halt einfach, sie hat uns Vorschläge geschickt immer zu den Rollen, wir haben Vorschläge zurückgeschickt, dann haben wir uns entschieden, welche Leute wir anfragen und dann ging es den klassischen Weg über die Agentur, also sie schreibt die Agentur oder ruft die Agenturen an und sagt, hey, wir haben das und das Projekt, wenn an dem und dem oder an der und der interessiert und dann kriegen die Schauspieler die Mappe, das Buch oder wie auch immer weitergeleitet und mit Glück melden sich dann einige zurück und sagen, wir haben Bock oder nicht und ja, so kamen wir dann zu unserem Cast im Prinzip und tatsächlich waren da so 1, 2, 3 auch wirklich der Wunschcast und wir waren sehr zufrieden dann damit.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, was mich noch interessieren würde, eben, ihr habt dann also die Story schon halt irgendwie danach gesucht, was halt eben zu diesem One-Take-Konzept passt, dass das sich halt irgendwie auch gegenseitig unterstützt. Was ist denn für dich? Was unterstützt es an der Story sozusagen? Weil ich habe mir öfter jetzt kam ja gerade dieser 1917 raus, Victoria hast du schon angesprochen oder Birdman und so. Und mir macht es sehr viel Spaß. Also irgendwie macht es halt einfach Spaß zum Anschauen, weil es irgendwie eine kreative Art ist und irgendwie so Richtung Theater halt auch geht irgendwie. Aber es stellt sich halt immer noch die Frage, welchen Aspekt der Handlung unterstützt diese Technik sozusagen? Was würdest du sagen, ist bei euch da der Fall, bei euch im Film? Es ist einfach, es hat einfach eine andere Kraft einfach. Weil du nicht schneidest, wird es irgendwie immersiver. Du wirst reingezogen, du folgst den Charakteren und ich glaube, man glaubt auch mehr, weil man weiß, man ist halt dabei und sieht, was passiert und wird nicht durch Schnitte manipuliert und geleitet, sondern man sieht halt das, was man sieht. Und ich glaube, dadurch bekommst du eine andere Authentizität. Auch wenn man jetzt in so eine, wie bei uns ja schon, eine eher fiktive Unterwelt vordringt, geht man da ein Stück weit mit. Natürlich kauft man sich auch Schwächen dadurch ein, durch die Form. Und das war eben bei uns auch ausnahmsweise nicht diese Form follows Function, sondern Function follows Form diesmal so irgendwie. Ne? Also wir haben uns einfach dazu entschieden, wir wollen diesen One-Shot machen. Dementsprechend musste die Geschichte daran angepasst werden, was auch einen ganz anderen Prozess, Denkprozess beim Drehbuchschreiben angestoßen hat, weil man zum ersten Mal wirklich so kausal denken musste, weil ansonsten denkt man, okay, cool, wir haben das und das, die zwei sind dort, jetzt die Szene wäre cool, wenn man sie da und da macht, dann denkt man ja, okay, aber wie kommen wir denn nach da und da? Da muss man ja irgendwie hinkommen und es muss ja auch schlüssig sein und genau, also ich glaube, man gewinnt sehr viel und muss aber auch auf sehr viel verzichten. Ja, klar. Also weil Schnitt, die Montage ist einfach eines der wichtigsten filmischen Werkzeuge, wodurch man wirklich nochmal nachjustieren, leiten, fokussieren und den Zuschauer einfach lenken kann. Und auch blöd gesagt, schlechte Sachen rausschneiden kann. Und bei so einem One-Shot hast du halt drin, was drin ist. So, weil wir uns natürlich auch dazu entschieden hatten, wir machen ja, wenn dann schon richtig, ne? Wir machen es nicht wie Birdman, die lauter Plansequenzen drehen und die mit unsichtbaren Schnitt zusammenwursteln oder 1917, sondern wir machen das so wie Victoria am Stück ohne Schnitt und auch keine versteckten Schnitte. Und Ja, genau, das habe ich mich einmal gefragt. Da geht's in so einen dunklen Raum rein und da setzen die ja bei diesen anderen Filmen immer die Schnitte, aber ich meine, das hat man bei euch schon gemerkt. Was ich mir auch noch gedacht habe, ist, das ist ja eigentlich ganz witzig, jetzt deine Rolle als Regisseur ist ja dann irgendwie auch nochmal eine andere als jetzt bei anderen Filmen, denke ich, weil ja irgendwie so die Vorbereitung eigentlich dein Hauptding ist. Also ich meine, da bist, wie vorher schon gesagt, wie beim Theater. Also du probst wahrscheinlich unendlich viel, du besprichst alles im Vorheraus, planst alles irgendwie. Und dann, wenn die Kameras laufen, dann gibst du das so ein bisschen aus der Hand, so vor allem natürlich in die Hand deines Kameramanns. Hier Holger, hast du gesagt, Jungnickel heißt er, genau, sehe ich hier gerade. Der spielt dann ja auch eine riesige Rolle und so. Und dann hast du eher so im Vorhinein mehr Arbeit und im Nachhinein hast du bestimmt auch noch genug Arbeit, das meine ich jetzt nicht. Aber du kannst dann halt auch, wie du schon gesagt hast, nicht mehr zwischen vielen Takes aussuchen oder mit Schnitten irgendwas kaschieren oder so, sondern wenn diese Vorbereitungsphase durch ist oder so, dann musst du da so ein bisschen die Verantwortung abgeben. Ist das so ein bisschen, fühlt sich das so an? Ich weiß gar nicht. Ja, dachte ich mir nur. Nee, das hast du eigentlich ganz gut erkannt. Das ist tatsächlich eine ganz andere Arbeitsweise wie üblich. Es ist eher wie Theater, wo der Regisseur ja bei den Proben sehr intensiv dabei ist und dann gibt es die Premiere und danach ist der Regisseur ja weg und das Spiel läuft weiter oder das Theaterstück. Und hier war es eben auch so, wir hatten intensive Proben, wenn auch in sehr kurzer Zeit, aufgrund unseres nicht vorhandenen Budgets und einer extremen Terminierung der Schauspieler, weil alle Leute, wir sind halt das No-Budget-Projekt. Das heißt, wir sind das, was immer als letztes kommt. Und sobald halt was reinkam, wo Kohle geflossen ist, hatte das natürlich Vorrang. Dementsprechend, es gab sehr intensive Proben, wo wir uns, wo ich versucht habe, mit den Schauspielern gemeinsam und dann auch mit Holger eine gemeinsame Vision zu erschaffen von der Geschichte, von dem Film, die dann im Prinzip von den Schauspielern, von Holger, bei den Takes weitergetragen wird, ohne mein weiteres Zutun. Das heißt, ich habe versucht, was ich in der Geschichte sehe, weiterzugeben und dann da eine gemeinsame Sprache für zu finden. Und es hat bedingt ganz gut funktioniert. Aber natürlich ist es dann halt in dem Moment, wo man und bitte sagt, gibt man nicht wie sonst beim Dreh auf einmal jegliche Verantwortung in dem Sinne ab, weil ich nichts mehr machen kann, sondern es liegt jetzt bei den Schauspielern und bei Holger. Und die müssen es jetzt rocken. Und natürlich laufe ich mit, ich habe meinen kleinen Monitor und war überall mit dabei, in jedem Auto saß ich hinten oder im Begleitfahrzeug. Ich bin jede Treppe mit hoch und runter gelaufen und gucke drauf und gehe dann so im Kopf natürlich meine innere Checkliste durch und sage, okay, cool, ins Auto, wunderbar, das hat funktioniert. Die Information kam rüber, das hat funktioniert.
und du fieber natürlich mit bis zum Schluss, wo dann Holger, weil er im Auto saß und ich eben im Begleitfahrzeug hinten dran, halt irgendwann sagt, danke aus. Alter. Genau, und dann sitzt man am nächsten Morgen um 9.30 Uhr im Videokino der HFF und schaut sich einen Film an von 90 Minuten. Und da war eben auch das ganze Team dabei jedes Mal. Also alle waren eingeladen, von den Head-Offs bis zu den Praktikanten hatten wir, glaube ich, ein oder zwei. Aber jeder durfte, wenn er wollte, durfte vorbeikommen und mitschauen, damit jeder weiß, was passiert ist. Und dann wurde das analysiert im Team, wurde gesprochen. Dann haben sich die Head-Offs zurückgezogen und jeder hat seine Departments gebrieft, was wo funktioniert hat, was nicht funktioniert hat. Holger und ich haben uns überlegt, wo man nochmal neu auflösen muss, wo die Schauspiel anders sein muss, wo wir mit der Kamera anders sein müssen, wo wir quasi Spannung verlieren und warum wir sie verlieren und haben dann immer so ein bisschen nachjustiert. Und genau, und weil es ist, Film ist ja immer Teamarbeit, aber dieser Film halt im Speziellen, weil es hatten halt alle Leute hatten in diesem Team mehrere Aufgaben. Also jetzt, da musste jeder mitdenken, weil wir sind halt die ganze Zeit auch, haben uns ja bewegt und wir hatten zwei Tonteams, die sich abgewechselt hatten. Die mussten, so wie so Staffelläufer, mussten die halt irgendwann aus dem Bild oder aus dem Hintergrund verschwinden, irgendwo wieder auftauchen. Und es mussten ja Türen zur richtigen Zeit verschlossen werden, es mussten Autos umgeparkt werden. Ich meine, Lisa Schlott ist 1,60 Meter und Tillmann Strauß ist 1,96 Meter. Am Anfang fährt er das Auto, am Schluss sie. Das heißt, da muss irgendwie ein Sitz umgestellt werden. Es muss alles parallel passieren. Und jetzt müssen, ne? Und das ist nicht wie beim Film, wo man sagt, okay, die Einstellung haben wir, wunderbar. Jetzt gehen wir in Szene 33, wo das Auto wieder wegfährt. Wir stellen es nochmal um, Sitz und wunderbar. Und es wird ja im Schnitt so kaschiert. Passt. So, und von daher, genau, war es für mich halt eine ganz andere Arbeitsweise. Spannend und aufregend, aber natürlich auch, ich glaube, jeder Regisseur ist in gewisser Weise ein Control-Freak und in dem Moment ist das, glaube ich, die schwerste Hürde, die Kontrolle in dem Moment bei und bitte einfach abzugeben und zu vertrauen, dass deine Schauspieler deine Vision, die du versucht hast, mit ihnen gemeinsam zu erarbeiten, irgendwie es verinnerlicht haben und schaffen jetzt in diesen 90 Minuten auf den Film zu bringen oder in den Film zu bringen und dass Holger sich gemerkt hat, was wir alles wie vorher besprochen hatten und sowas. Und das war eine unglaublich krasse Erfahrung und man hat, also ich habe noch nie so viel, glaube ich, gelernt bei einem Film wie bei diesem. Mhm. Ja, weil du gerade gesagt hast, also ihr habt den Film dann irgendwie angeschaut und noch Bemerkungen oder Anmerkungen gemacht, was man vielleicht noch ändern könnte. Wie oft habt ihr das ganze Teil dann gemacht? Den ganzen Durchlauf? Genau, also es gab, also wir hatten zwei Durchlaufproben, wo wir es zum ersten Mal, bei der ersten Durchlaufprobe, die Hauptprobe sozusagen, haben wir es auch zum ersten Mal in Gänze gesehen. Wir hatten vorher keine Gänge geprobt. Wir haben nicht gesehen, wie die Sachen zusammengehen. Auch die Fahrten haben wir dann zum ersten Mal wirklich geprobt. Wir haben die vorher in einem Auto geprobt, logischerweise, aber halt im Stehenden und sowas. Und dann halt im Verkehr, wie lange dauert es wirklich, bis wir da sind, etc. Und das hatten wir bei der Hauptprobe, haben wir es einmal gemacht, komplett nackt, also ohne Komparsen, nur wir. Da war auch klar im Kostüm, aber es war halt klar, das ist eine Probe. Dann haben wir einen Tag Pause gehabt, an dem wir eben dann morgens geschaut haben, dann alle sich halt wieder neu orientiert haben, sortiert haben und wir haben quasi neu geprobt etc. Dann einen Tag später nochmal geprobt, diesmal mit 10 Key-Komparsen knapp, also so Leute, die eben immer wieder dieselben bewegen, ne? Also die Leute, die an der Tür sind oder wenn Anna an die Bar geht, die Leute, die vor ihr weggehen, die wissen, jetzt kommt die Anna, wir halten den Platz frei und dann gehen wir weg. Ja. Solche Leute, damit die wissen, was passiert. Und dann hatten wir nach der Generalprobe sozusagen 5 Tage Pause, das war ein Sonntag, bis zum Samstag wieder, wo wir dann den ersten Take gemacht hatten. Und leider waren aufgrund dieser, wie bereits angesprochen, dieser anderen Projekte der Schauspieler, waren in diesem Zeitraum bis auf Martin Semmelrogge kein einziger Schauspieler in München. Das heißt, wir haben dann für uns eben nachjustiert, geprobt oder halt, was heißt geprobt, Sachen überlegt, Holger und ich nach aufgelöst und dann eben an dem Tag, wo wir dann auch tatsächlich den ersten Take gemacht haben, das war dann der Freitagabend, da vorher nochmal geprobt, das mit den Leuten nochmal durchgegangen, dann einen Take gemacht, Samstag angeschaut, Samstag nochmal nachjustiert, nochmal geprobt und Sonntag ohne Proben der zweite Take und der war es dann auch und mehr konnten wir auch nicht machen, weil nicht mehr Geld da war. Krass. Ja, nicht schlecht. Was ich mir auch noch gefragt habe, wo habt ihr das überhaupt gedreht? Habt ihr das dann in München gedreht? Nee. Doch. Gesagt? Stimmt. Genau, ist München. Krass, habe ich gar nichts erkannt. Ja, super. Das war unser Wunsch, unser Ziel, dass man München nicht erkennt. Wir wollten keinen München-Film machen. Genau, wir hatten, ja, das war auch natürlich eine Schwierigkeit, weil natürlich suchst du die coolsten Locations, aber diese coolen Locations müssen ja auch alle in einem Radius sein, was miteinander verknüpfbar ist. Genau, erstens das. Ja. Und zweitens habt ihr dann ja wahrscheinlich auch irgendwie weiträumig irgendwelche Plätze, Parkplätze, Straßen und so absperren müssen, dass da kein Quatsch passiert, während ihr da dreht, oder? Nö, absperren dürfen wir nicht.
Ach krass. Gar nichts. War alles, deswegen auch der Straßenverkehr, deswegen die Fahrten sind so lang, wie sie sind. Das ging nicht kürzer, wir konnten keine Ampelschaltung übernehmen. Wir hatten einfach gehofft, dass wir eine grüne Welle kriegen, was so beim letzten Take einigermaßen war. Bei der ersten Hauptprobe hatten wir eine rote Welle, da hat die Fahrt von Büro zur Tankstelle, glaube ich, doppelt so lange gedauert und die Leute waren nach der Hälfte out of dialogue und dann haben wir nochmal so Fülldialoge geschrieben, damit wenn, und dann wusste auch einer der Schauspieler, Steffen Wink, wusste, wenn wir zu diesem Zeitpunkt im Text an dieser Ampel sind, dann funktioniert's. Wenn wir da noch nicht sind, dann geht's weiter, dann muss ich einen anderen Satz sagen, um dann halt dieses Gespräch zu verlängern. Okay. Und so, und genau. Im Prinzip war der einzige Safe-Ort war tatsächlich diese Halle, wo wir dann drin sind. Ne? Genau, das war das ehemalige Umspannwerk und das gehörte uns für den Abend oder für die Tage, okay, für die Wochen. Also da wussten wir, da können wir rein, da ist auch alles frei und wie auch immer, weil ansonsten war alles nicht kontrollierbar. Auch das, ob das Auto da überhaupt parken kann vor dem vom Kiosk. Vom Kiosk haben wir tatsächlich geblockt, aber auch dann vor dem Bürogebäude durften wir nichts machen. Da haben wir Ärger bekommen, als wir mal geblockt haben und so. Das heißt, wenn das Auto halt, wenn da jemand stand, haben wir Pech gehabt. Ja, okay. Aber es hat irgendwie glücklicherweise funktioniert. Hattet ihr irgendwie auch Glück, dass da jetzt nicht auf einmal irgend so ein bekackter Junggesellenabschied durchs Bild läuft oder so? Ja, vor allem, es war tatsächlich, wir haben gedreht genau zur Wiesenzeit. Wir waren die mittlere Wiesenwoche. Oh Gott. Das heißt, und wir genau vor dem Kiosk ist eine U-Bahn-Station, wo der U3, die direkt zur Pochi-Straße / Riesenwiese führt. Also da war, und wir haben ja um 19.30 Uhr circa gedreht, wegen blaue Stunde und so. Also da war schon immer die Angst da, dass vielleicht da mal so ein schwallbesoffener Wiesengänger aus der U-Bahn rausrennt und so, Kamera, aber hatten wir, genau, hatten wir Glück. Also ein bisschen Glück brauchen wir auch, ne? Ah, dann muss ich ihn jetzt gleich mal anschauen irgendwie. Was? Pochi-Straße, die Tankstelle ist das ja der Implant. Nee, die Pochi-Straße war nur die Endstation. Also wir waren, Ungerer Straße war das. Ah, okay. Also du kommst aber halt von da aus, ne, bist du halt in 7 Stationen oder 8 Stationen, bist du halt dann an der Pochi-Straße. Also wir waren schon weiter weg. Okay. Was ich mich noch gefragt habe, jetzt kann ich ins Detail, aber das habe ich mir noch irgendwie aufgeschrieben. Total blöde Frage. Aber wie kriegt man on time auf Knopfdruck Nasenbluten? Wie war das gemacht? Ah, es ist ein pfiffiger Trick, und zwar, also oldschool. Im Prinzip, Matthias, der Schauspieler, dreht sich um und vor ihm auf dem Tresen liegt ein Tablett und unter dem Tablett liegt eine Spritze. Und er beugt sich da kurz nach vorne und spritzt sich das Blut selbst in die Nase, dreht sich rum und dann läuft das da einfach. Ach, ist es so schnell nach der Drehung? Okay. Ja, wie gesagt, ich habe das gesehen, ich dachte, der läuft jetzt doch schon länger rum, man sieht. Er läuft so ein paar Schritte, Magic. Wir haben das vorher mal getestet, wie viel Blut muss rein, wie schnell läuft es auch tatsächlich, aber das sind so kleine Filmtricks, die man dann halt aus dem Theater halt, ne, die dann einfach eine große Wirkung haben. Man denkt, okay, krass, wie ist das passiert? Ach, sehr schön. Ja, das sind so Kleinigkeiten, die ich mich gefragt habe. Eine andere Kleinigkeit, jetzt kommen wir wirklich ins Detail. Martin Semmelrogge spielt ja mit. Mhm. Übrigens, hier großartiger Cast, haben wir in der Besprechung vorher schon erzählt, so ein bisschen, denke ich mal. Und Martin Semmelrogge kenne ich irgendwie hauptsächlich, der hat damals, ich habe 1000 Hörbücher von dem zu Hause noch irgendwie, oder Hörspielkassetten, mhm, als Kind habe ich den immer gehört. Und hier Bang, Boom, Bang natürlich. Ja, logisch. Und ist die Textzeile, sein Dialog irgendwie, ich habe da gerade ein Ding am Laufen, ist es eine bewusste Hommage an Bang Boom Bang? Das ist eine sehr gute Frage, die du eigentlich den Autor stellen fragen müsstest, weil ich weiß nicht, ich glaube nicht. Ich glaube, es ist tatsächlich wär ein Zufall. Ich hab den Film auch super oft gesehen und bin auch riesengroßer Fan. Peter Torwart, Knaller damals. Aber das weiß ich nicht, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Aus Illegalität Legalität machen, wiederum, was der Wiener sagt, ist tatsächlich ein Angela Merkel-Zitat. Das weiß ich. Was nochmal für eins? Der Wiener sagt irgendwann aus Illegalität Legalität machen. Und das ist ein Zitat von Angela Merkel. Oh, okay. Ja. Ist mir nicht aufgefallen. Ja. Ja, den fand ich auch super. Aber wie gesagt, wir haben in der Filmbesprechung wahrscheinlich schon ganz viel besprochen. Deswegen nochmal einen herzlichen Glückwunsch und ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit dem neuen Film natürlich. Vielen Dank. Also liebe Zuhörer, geht da mal alle ins Kino rein. Und ja, machst du jetzt erstmal Urlaub nach diesem ganzen Stress? Oder weil du schon gesagt hast, das war schon eine interessante und spannende Erfahrung natürlich. Wahrscheinlich auch ein bisschen anstrengend, oder? Ja, definitiv. Aber der liegt jetzt auch schon mal ein Jahr zurück. Von daher hat sich mittlerweile wieder einigermaßen erholt. Und es dauert immer sowas. Gut, Ding will ja immer Weile haben. Auch wenn es ein One-Shot war, haben so ein paar Schritte doch länger gedauert. Und dann waren wir schon im Festival oder auf Festivaltour. Genau, jetzt liegen wir gerade in Endzügen der Kinotour, da wir so einen ganz kleinen Verleih haben. Beziehungsweise Fabi das auch im Eigenverleih mit rausbringt. Und als Partner haben wir 24 Bilder. Machen wir auch sehr viel mit Eigenenergie, sag ich mal, und haben dann noch für eine Social Media Kampagne was gedreht und sowas. Und es wird jetzt alles die Tage so angeschoben. Das heißt, der Januar war damit noch recht voll und parallel widmet man sich halt auch unter neuen Projekten und versucht das so parallel dazu anzuschieben. Also es ist jetzt, das 2020 ging auf jeden Fall schon sehr, sehr, wie sagt man denn,
Turbulent? Turbulentlos, genau. Vielen Dank, Anni. Genau. Turbulent trifft es ganz gut. Ja. Klingt so, ja. Ja. Ja, cool. Ja, das dachte ich mir jetzt auch. Also es ist ja noch hier das Max-Opel-Preis gewesen und dann der Quino-Start. Da habt ihr bestimmt eh noch viel zu tun. Aber worauf ich auch noch hinaus wollte eben, was es für zukünftige Projekte gibt, ob du da vielleicht sogar schon was anteasern kannst. Ja, so handfest noch nicht wirklich. Wir sind mit verschiedenen Partnern und Produktionsfirmen am Sprechen. Es gibt ein, zwei Projekte, die sehr konkret momentan wahrscheinlich in Entwicklung gehen werden. Aber da das halt Entwicklung ist, dauert es, kann ich jetzt noch nicht so viel dazu sagen. Und es dauert so noch ein bisschen. Also es gibt auf jeden Fall so ein Arthouse oder, wie heißen die? Ich kann's Englisch nicht. Also Arthouse Horror, sowas in der Art wie jetzt Get Out etc. Da haben wir was im Petto. Es wird auf jeden Fall in Richtung Genre weitergehen. Und weil der deutsche Genrefilm muss wieder erstärken. Der hat's verdient. Und dementsprechend bleiben wir da, glaube ich, unserer Linie treu. Aber so handfest kann ich jetzt noch nichts sagen. Es gibt auf jeden Fall, wir sind an mehreren Ecken und Enden, sind wir am Gespräche führen und hoffentlich konkretisiert sich das jetzt zeitnah und dann, dass man seine Kraft kanalisieren kann auf ein beziehungsweise zwei oder drei Projekte, wo man sagen kann, cool, die schieben wir mal an. Und ja, aber es sind positive Aussichten auf jeden Fall. Ja, das klang schon mal gut. Hast du mich schon neugierig gemacht. Ich behalte dich im Auge. Ja, gerne, mach das. Ja, dann sage ich jetzt nochmal allen einfach vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, über den Film zu quatschen. Fand ich jetzt sehr interessant, weil wie gesagt, ich habe den relativ unwissend gesehen und dann bei gerade auch dieser Machart und so fallen einem auch noch viele Fragen dazu ein und vielen Dank, dass du sie mir beantwortet hast. Ja, vielen Dank für das Interview, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Da wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg mit eurem Podcast und bin gespannt auf die Folge. Yes, dann... Wir hören uns und Jawohl. Sehen tue ich dich im Kino bald wieder. Also nicht dich, aber deine dein Werke. Ja, schön wär's. Cool, dann auf Wiedersehen. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.